Ja, Freunde der Nacht! Der Hefo wollte unbedingt mal wieder ins Fernsehen. Ist unbedingt. Und die Caro natürlich ja, ne? Die haben mich verprügelt, fast dass ich reinkomme. Ich konnte monatelang nicht schlafen. Ja. Monatelang. Ja, also ich darf kurz vorstellen, Hefo, Caro. Und Hefo war früher im Tor in Petersberg. Jetzt ist er umgemodelt worden zum Stürmer. Richtig. Und übrigens ist er noch mit einer der größten Dortmund-Fans. Ah, mit Abstand der größte. Zumindest im Umkreis. Und ich will mal sagen, der erste Spieltag ist ja rum und die Dortmunder haben ja wieder Hammer gespielt. Ja, das sieht schon gut aus, was die machen und ich bin optimistisch für die Saison wieder. Was hältst du von deiner Mannschaft, wie heißt die, FK Petersberg? Alter. Vor allem Schoko, der kann ja gar nichts, oder? Nee, der Schoko, der kann absolut gar nichts. Das ist mit Abstand der schlechteste Mann, genau, man hat. Aber man muss sagen, die Petersberg haben jetzt einen Mordstürmer vorne drin. So groß, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Ja, aber saufen können sie schon, ne? Oh, saufen können wir, ja. Naja, wir sind schon... Vor allem der Schoko, oder? Der Schoko. Ja, nee, der macht immer nur so. Der ist immer eigentlich total schnell betrunken und so. Ja. Aber wir sind schon eine super Truppe. Yo. So, jetzt kommen wir hier zum Mädel, zum ganz heißen Mädel, die Caro. Hast du schon Abi? Ja. Wie war die Abi-Party? Gut, die war super, ich habe sie geplant, die war perfekt. Ja, wir waren nicht dabei, danke nochmal. Was? Ja. Ich habe dich hingeladen. Ja. Ich dachte, das schon nicht. Okay, wann ist deine nächste große Party? Was geplant? Habe ich jetzt noch nichts in Planung. Muss ich mal gucken? Du machst auch mal, so wie die Don sieht das, ein Rotalmann Benefizkonzert. Kann ich mal machen. Ich bin dabei, ich helfe da. Super, besser Angebot, würde ich mal sagen. Ja, also dein Bruder spielt ja bei mir Fußball, ja, der ist wieder schwer im Kommen. Ah jo, ah ja, der ja, wieder fit. Jetzt, ah ja, dass er ein bisschen dünner wird, ne? Ja, da klappt's auch, ne? Oder so. Klappt's auch mit der Frau. Das hast du jetzt gesagt, das ist gemein. Ja, klappt's bei dir mit den Männern? Klappt, ja. Ist okay. Ganz gut so? Ja, ist okay. Einmal um da oder zweimal? kommt ganz drauf an, Junge. Ja, okay. Ja, was wollte ich sagen? Was sagst du im Sommer? Scheiß Wetter, ist keine Ahnung, jetzt schaffe ich und ach, keine Ahnung. Warst du schon in Urlaub? Nee, kein Geld. Kein Geld. Wo schaffst du? Auf die IHK. Das ist ja auch gut. Ja, ist cool. Nächstes Jahr machst du Urlaub. Mach ich Urlaub auf Mann, oder? Egal, so. Irgendwohin. Irgendwo an. Und was hast du für die Zukunft geplant? Drei Kinder, heiraten oder egal? Ich bin noch zu jung. Ich bin noch zu studiere. Jung. Nee. Ich guck mal, was kommt. Was kommt, wird genommen, ganz genau. Okay, jetzt dürft ihr auch noch grüßen. Ich grüße meine Mädels erstmal natürlich. Die Party Luders. Soll ich sie mit Namen nennen? Ja. Also ich grüße die Franzi Weiser und die Franzi Helfrich und die Maike und die Anne und die Ronja. Die grüße ich. Oh, das sind ganz liebe Mädels, die kenne ich. So, und jetzt unser großer Hefo, unser Gott im Dormann. Ne, was ist der Feldspieler jetzt? Feldspieler. Absoluter Dortmund-Fan. Du hast noch kurz zu Dortmund, du hast bei der Meisterfeier, hast du glaube ich ganz oben auf der Laterne gestanden, gell? Wie war das? Das war so eine 4 Meter hohe Uhr. Ja, das Ding war nicht so nah da. Die war ungefähr 4 Meter hoch, ja, und da wäre eigentlich niemand anderes drauf gekommen und. schmeckt das? Und dann halt Mario und ich, wir haben uns halt gegenseitig geholfen, da drauf zu kommen und dann hat ungefähr. Tausende Leute haben da gejubelt, wie wir da oben waren. Das ist sensationell. Ja. Die Petersberg, Rodalbabube, die schaffen was. Ja, im Fernsehen. Okay, Fernsehen. Ja, Hefo ist halt weltbekannt. Genau. So, noch deine Grüße. Ja, ich grüße natürlich FK Petersberg und wir schaffen den Aufstieg dieses Jahr, bin ich fest überzeugt. Die Caro grüßt glaubst natürlich, ja, meine zukünftige Ehefrau. Ja! Ich komme auf die Hochzeit. Ja, und natürlich alle Borussia Dortmund-Fans, logisch. Okay, dann euch viel Spaß und Party. Yeah.